So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen der Familie Seil hier bei Kuppitsch heute begrüßen zu dürfen, zu Wien Dragona, dem Fantasy Festival in Wien, das heute zum zweiten Mal stattfindet. Wir haben hier heute einen Autoren bei uns, Herrn Wolfgang Oberleitner, der letztes Jahr mitgemacht hat beim Schreibwettbewerb, der von Wien Dragona veranstaltet worden ist. Und er ist einer unserer Gewinner. Ich gratuliere. Danke. Und er wird uns jetzt etwas über seinen Roman Drachenblut erzählen, sondern die Charaktere ein bisschen erklären und Lesestellen geben und steht Ihnen nachher gerne für Fragen zur Verfügung. Danke. Danke. Gut, ja. Jetzt habe ich mir extra einen Zettel gemacht mit einem roten Faden, damit ich ihn nicht verliere, und ich habe ihn verloren. Also ich bin schon, Sie wissen, weshalb ich hier bin. Ich habe den dritten Platz belegt mit meiner Geschichte, mit meiner Kurzgeschichte. Und ich werde heute daraus eben ein paar Passagen vorlesen und diese Geschichte vorstellen. Ganz kurz, also wie ist diese Geschichte entstanden, worum geht's? Vor einigen Jahren habe ich begonnen, eine größere Geschichte, ein Epos, natürlich, es muss ein Epos sein, habe ich eben begonnen, ein Epos zu entwickeln, die Welt darum herum zu bauen. Und das Ganze trug den Titel Drachenblut, trägt ihn noch immer. Für Wien Dragona wurde eine Kurzgeschichte gesucht und ich habe mir überlegt, es wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier ein paar meiner Nebenfiguren zu beleuchten. Also ich kenne meine Nebenfiguren, ich habe die auch teilweise lieb gewonnen, aber ein paar Facetten eben kenne ich noch nicht von ihnen. Und so habe ich mich entschlossen, okay, ich schaue, was die zwei dieser Nebenfiguren tatsächlich da so treiben in der Vergangenheit. Das heißt, es ist eigentlich eine Chronicles-Geschichte. Die Vorgabe für die Kurzgeschichte, danke, die Vorgabe für die Kurzgeschichte war 15.000 Worte. Ja, ich musste das Ganze eben etwas kürzer machen, dass ich da irgendwie noch schnell reinkomme. Mein erster Ansatz war auch heute für die Lesung, dass ich ganz schnell einfach vorlese, damit ich alles unterkriege. Da habe ich dann aber abgesehen davon, das so zu machen. Gut, der Inhalt dieser Kurzgeschichte. Es geht eben um zwei Männer, um zwei ungleiche Männer, die das Schicksal zusammenführt, deren Wege sich kreuzen. Der eine von ihnen heißt Kintai, er ist 17 Jahre, Yorikaner. Yorikaner sind dunkelhäutig, sein Vater ist Drachenjäger und er ist auch sein Lehrmeister. Kintai ist an einsamen Orten aufgewachsen, wurde eben von seinem Vater trainiert, hat sehr, sehr viel theoretisches Wissen, aber eben nur theoretisch. Also er ist noch kein richtiger Drachenjäger, die Praxis, die fehlt ihm. Der zweite Mann, um den es geht, das ist Osurd. Osurd lässt sich nicht so einfach in eine Schublade stecken. Man kann sagen, er ist Söldner, Leibwächter, Handlanger, zumindest ist Osurd kampferprobt. Er hat eine eher fragwürdige Moral, also Moral spielt keine große Rolle in seinem Leben. Und sein Motiv, er geht in diese Geschichte hinein, weil er Rache sucht an seiner vormaligen Meisterin. Und auf dieser Suche nach Rache landet er in der Stadt Itula. Ja, die erste kurze Leseprobe, sie ist sehr kurz, ich möchte Itula ein klein wenig vorstellen. Dies war also eine Stadt. Noch dazu Itula, die Stadt, von der Kintai gelesen hatte. Itula ähnelte den endlosen Wäldern, die sie auf dem Weg hierher durchquert hatten. Nur ragten anstelle der Marmorbäume von Menschenhand errichtete Gebilde in den Himmel und kratzten an den vorbeiziehenden Wolken. Eine unüberschaubare Ansammlung mehrstöckiger Holz- und Steinbauten, die sich gegenseitig über marode Stützkonstruktionen am Einstürzen hinderten und im gleichen Zug angsteinflößende Höhen erreichten. Hoch oben zwischen schmalen Fenstern spannten sich Schnüre, an denen Wäschefetzen zum Trocknen hingen. Es war früher Morgen und die Strahlen der tiefstehenden Sonne hatten Mühe, bis auf den Boden der Häuserschluchten zu dringen. Trotzdem quollen immer mehr Menschen aus Seitengassen und Eingängen auf die schmutzstarrenden Straßen, um ihren Geschäften nachzugehen. Abgestandener Schweiß hing in der warmen Luft.
Der Wind verirrte sich offenbar nicht so tief in das Gewirr der Straßen dieser Stadt. Wenn dir hier zu viel los ist, meldete sich Magda an das erste Mal zu Wort, seit sie Tula betreten hatten, dann sollten wir einen Bogen um den Fischmarkt machen. Obwohl das Gedränge um diese Zeit noch nicht schlimm sein dürfte. Ich bin kein Kind mehr, Vater, stellte Kintai klar. Letzten Monat bin ich 17 Jahre alt geworden. Aber was meinst du mit Gedränge? Sein Vater lächelte. Eine Herde blökender, schnatternder und krähender Ganturen und wir mittendrin. Da hilft nur ruhig bleiben und nicht von meiner Seite weichen. Kintai nickte. Das schaffe ich. Ja, das mag Kintai schon schaffen, aber er bricht ziemlich große Probleme vom Zaun. Und ja, mitten in diese Probleme möchte ich jetzt gleich reintauchen mit der nächsten Textstelle. Magdan fluchte. Etwas Gehetztes lag in seiner Stimme. Kintai war dem Vater durch die Stadt gefolgt, ohne auf den Weg zu achten. Offenbar hatten wenige Schritte ausgereicht, um sie vom Tageslicht in die gedämpfte Dunkelheit schmaler Gassen zu tragen, hinein in feuchte Moderluft und den Geruch nach Verwesung. »Was machen wir hier?« flüsterte Kintai. Er griff nach seiner Klinge und spähte wachsam in die Schatten. »Leben und sterben!« Die fremde Stimme war sanft, ein Seufzen, das aus allen Ecken und Nischen raunte. Kintais Nackenhaare sträubten sich. Ein eisiger Schauer strich über seine Haut und ließ ihn frösteln. »Lass uns ziehen!« forderte Magdan. »Sterben also!« stellte die Stimme fest. Magdan fluchte und packte Kintai an der Schulter. »Ich hätte nicht nach Itula kommen dürfen, keiner von uns. Achte auf die Schriften und denk immer daran, was ich dir beigebracht habe.« So hatte Kintai seinen Vater noch nie zuvor erlebt. »Wer ist das? Was will er?« Doch selbst in Kintais Ohren klangen die Worte dumm und plump. »Es gibt Flecken in dieser Welt, die man meiden sollte. Itula ist kein Ort für gute Menschen.« Ein Schaben drang aus dem Dunkel zu ihrer Rechten. Oder war es ein Lachen? Gestank wehte Kintai entgegen, verzehrend, zersetzend. Hatte er am Fischmarkt gedacht, es könne nicht mehr schlimmer riechen, so wurde er eines Besseren belehrt. Kintai hustete, seine Augen brannten. Gestalten traten aus dunklen Ecken hervor und hatten die beiden Jurikaner schließlich eingekreist. »Magdan Drachenjäger!« Die Stimme der vielen fügten sich zu einem Chor. Flüsternd und mehrschichtig gingen sie unter die Haut. »Schön, dass du gekommen bist.« »Lauf los, wenn ich es dir sage,« flüsterte Magdan. Aber auch wenn Kintai gehorchte, wohin sollte er sich wenden? Vor und neben ihnen lauerten Gestalten. Hinter sich vernahm Kintai Geräusche, die ihn nicht daran zweifeln ließen, umstellt zu sein. Eine schlanke Gestalt trat durch die Reihen und blieb vor Kintai stehen. »Verstehe mich nicht falsch«, sagte sie mit rauchiger Stimme. »Ich habe nichts gegen Drachenjäger. Es ist nur...« Sie schien nach Worten zu suchen. »Dein Vater und ich, wir kennen einander. Zumindest begegneten wir uns vor langer Zeit. Das hier betrifft nur uns beide. Und was auch gleich passieren wird, Kintai, ich möchte nicht, dass du einen falschen Eindruck von mir gewinnst. Wenn du willst, darfst du dich mir anschließen. Ich kann dir helfen, ein echter Drachenjäger zu werden. Nicht wahr, Magdan? Das kann ich doch.« »Kintai«, sagte Magdan ruhig, »zieh nicht deine Waffe, kämpfe nicht, verschwinde aus Itula und bleib ihr fern.« Kintai hatte nicht vor, dem Wunsch seines Vaters zu entsprechen. Er zog sein Schwert. Die Gravur auf der polierten Fläche fing einen Schimmer Himmelslicht ein. »Du bist ein Narr«, schalt Magdan seinen Sohn und zog ebenfalls blank. »Ich bin der Sohn eines Narren«, lachte Kintai. Sie standen Rücken an Rücken und deckten sich nach allen Seiten. Die Frau legte den Kopf schief. »Du weißt nicht, worauf du verzichtest, Sohn Magdans?« »Ich bin vielleicht noch nicht viel herumgekommen«,
antwortete Kinter. Aber ich bin nicht interessiert. Kinter ging zum Angriff über. In der Dunkelheit ihre Zahl schätzen zu wollen, war vermessen gewesen. Doch der Weg war eingeschlagen. Behende, wie er es von seinem Vater gelernt und in vielen schmerzhaften Lektionen trainiert hatte, schwang Kinter die Klinge über dem Kopf. Er drehte sich um seine Achse und ließ den Stahl durch die Körpermitte eines Gegners schneiden. Weitere Schatten sprangen auf ihn zu. Kinter tauchte unter einem weg, doch die Gasse war zu eng, um sich für den nächsten Schlag in Position zu bringen. Etwas prallte schmerzhaft gegen seine Schulter. Verflucht! Kinters Schwert war zu lang. Er konnte weder zum Schlag ausholen, noch hatte er Platz, um zuzustechen. Der Schemen war überraschend kräftig und drückte ihn zu Boden. Kinter keuchte erstaunt, als er das gebleckte Gebiss der Kreatur sah, denn Mensch konnte man sie gewiss nicht nennen. Die Kreatur riss heulend das Maul auf und mit einem Klirren flog der obere Teil des Gebisses samt zugehörigem Kopf davon. Die Klinge seines Vaters schrammte über das Mauerwerk dahinter. Kinter schleuderte fluchend die zuckenden Überreste des Wesens von sich. Derweil prügelte Magdan brüllend auf zwei weitere Angreifer ein. Gerade noch rechtzeitig tauchte Kinter unter dem Hieb einer Nagelkeule weg, die mit dumpfem Schlag in einem Holzbalken stecken blieb. Er sprang vor, packte den Kopf des Angreifers und riss ihn nach hinten. Das Genick brach mit einem scharfen Knacken. Die Muskeln erschlafften und der Mann knickte weg. Wie viele Angreifer mochten noch übrig sein? Das Dutzend Toter war noch nicht voll und ein paar waren sicher geflüchtet. Kinter erkannte, wie kurzsichtig seine Entscheidung gewesen war, sich auf einen Kampf einzulassen. Immer mehr Gestalten strömten aus dem Dunkel nach und Kinter konnte nicht einmal einen Steinwurf weit sehen. Was sich hinter der Sichtgrenze abspielte, wollte er in diesem Moment nicht einmal wissen. Kinter zog sich in Richtung der schummrigen Kreuzung zweier Gassen zurück, von wo er Waffengeklirr und die Flüche seines Vaters hörte. Jetzt erst wurde ihm klar, was an diesem Kampf eigenartig war. Die Gegner brüllten nicht und schrien nicht, sie keuchten, knurrten und klangen nach Matsch, wenn sein Schwert durch sie hindurchfuhr. Ein dumpfer Schrei ließ ihn erstarren. Die Stimme war ihm vertraut. Kinter sprang über einen zustoßenden Gegner hinweg, gelangte an die Kreuzung und musste mit ansehen, wie eine Keule die Schulter seines Vaters zerschmetterte. Magdan kippte in einer Drehbewegung zur Seite. In seinen toten Augen lag ein glasiger Blick. Ein harter Schlag traf Kinter in den Rücken. Sein Schwert landete klirrend auf dem Pflaster und rutschte in den Unrat. Brennend rot biss etwas in seinen Hals. Kinter fühlte nassen Schlamm an der Wange. Der kühle Dreck troff ihm in den Mund und vermischte sich mit dem Kupfergeschmack auf seiner Zunge. Jo, das ist natürlich ein großes Problem jetzt für Kinter, aber schauen wir an, wie beim anderen Charakter, bei Osurd, wie seine Begegnung oder sein Kennenlernen von Itula ist. Also Kintai haben wir schon gesehen. Schauen wir uns an, wie es Osurd ergeht, unserem Krieger, Leibwächter, Handlanger und Söldner. Osurd ließ sich durch die Straßen Itulas treiben, was nicht ganz den Tatsachen entsprach, denn kaum bemerkten die Menschen, gegen wen sie gestoßen waren, traten sie schnell zur Seite und verschwanden in der gesichtslosen Masse, die wie Fleischbrühe mit fettigen Bröckchen durch Straßen schwappte. Zumindest die Hasenfüße unter den Bewohnern Itulas verhielten sich solcher Art. Vereinzelt fing er verschlafene und wache Blicke auf, die ihn musterten. Er war auf der Suche und zweifelte, ob er seine Meisterin hier finden würde. Wer wusste schon, ob sie hier überhaupt durchgekommen war? Osurd griff mit der Rechten nach seinem Talisman, der unter dem Leinenhemd auf seiner Brust baumelte. Früher konnte er die Schwingungen leicht wahrnehmen, doch sein Körper hatte trotz seiner Kraft
Kampferfahrung und Fähigkeiten viele Narben davongetragen. Narbengewebe war empfindlicher, sagte man, dämpfte jedoch gewisse Kraftströmungen. Isbada. Der Feuersturm damals hatte vieles verändert. Uzod hatte kein Problem mit einem Gemetzel, doch die Schlacht bei Isbada, sie war nichts, woran ein Mann gerne zurückdachte. Er drückte den Talisman, doch er fühlte nur das leichte Kitzeln, wie es fast überall auf dieser Welt zu vernehmen war. Halt! Es gab hier mehr als nur die übliche Schwingung. Nicht das, was er suchte, aber etwas, das ihn interessierte. Uzod fiel in einen leichten Trab, stieß dabei Leute zur Seite, die sich lautstark beschwerten, deren Gezeter im Lärm des morgendlichen Markttreibens jedoch rasch zerfaserte. Er verließ den Markt, bog in eine finstere Gasse, stieß mehrere vermummte Gestalten zur Seite, die womöglich auf einen einfältigen Bauern warteten, den es ihnen auszurauben gelänge. Uzod ignorierte ihre Flüche und Schmährufe. Ein bulliger Zwerg tauchte unerwartet vor ihm auf und rannte ihn beinahe um. Er hatte harte Muskeln und ein vom Kampf gezeichnetes Gesicht. Ein erprobter Recke also, doch in seinen Zügen lag ein gehetzter Ausdruck und von der geschwollenen Unterlippe zogen sich verschmierte Blutfäden über das Wams. »Ich muss weg«, stammelte der Zwerg mit dünner Stimme und stolperte weiter, ohne Uzod eines Blickes zu würdigen. Uzod fluchte. »Du kleiner Scheißer!« Zu mehr war er nicht imstande. Was war in den Zwerg gefahren? Normalerweise flüchteten Uzods Gegner in diesem Zustand vor ihm. Sie rannten nicht in ihn hinein. Was für eine seltsame Stadt. In diesem Moment vibrierte die Luft. Jeglicher Laut schwand und Uzod verlor den Boden unter den Füßen. Eine Welle kribbelnder Luft strich über ihn hinweg, zog an seinen Gedanken und ließ sie wieder los. Staub rieselte von den umliegenden Häuserfronten. Uzod stand auf und klopfte sich Dreck von der Kleidung, verteilte ihn aber nur. Am Ende der dunklen Gasse sah er die Vermummten am Boden liegen. Auch sie erhoben sich und klopften ihre Kleider ab. Einer von ihnen streckte drohend die Faust in Uzods Richtung, aber der Vorfall selbst schien den Vermummten bereits vergessen. Ein Erdbeben? Das mochte es gewesen sein. Uzod war kein Kenner solcher Ereignisse. Seine Fähigkeiten lagen in der Beendigung des Lebens jener Personen, die entweder das Pech hatten, Ziel seines Auftrags zu sein, oder die ihm bei Erfüllung eines solchen Weges standen. Uzod war um die Ecke gebogen, von wo der Zwerg gekommen sein musste, und sah eine unwirkliche Gestalt. Sofort wusste er, dass sie es war, deren Schwingungen ihn überhaupt erst in diese schummrige Gasse geführt hatten. Das schlanke Geschöpf ging mit vorsichtigen Schritten mitten in der Gasse. Obwohl in den Schatten Beutelschneider und Halsschlitzer lauern mochten, schien sie keinerlei Angst zu haben. Ihr Blick war auf den Boden gerichtet. Sie kam immer näher, wich keiner Pfütze, keinem Rinnsal aus. Ihre Füße kamen zur Ruhe und sie hob den Kopf. Uzod sah in schwarze Augen, auf deren Grund ein orangefarbenes Glimmern lauerte. Wie ein Brunnen, in dem ein Ungeheuer hockte und darauf wartete, das durstige Kätzchen mit einem Bissen zu schnappen und zwischen seinen Hauern zu zermalmen. An ihrer Hand glitzerte Blut, doch es trocknete bereits ab. Es war entweder nicht das ihre oder die Wunde war zu flach gewesen. Sein Gefühl sagte ihm, es sei ein irriges Ansinnen, sich um diese Frau Sorgen zu machen. Ihn fröstelte. Uzod glaubte nun an die Schicksalswirkung Itulas. Und er war nicht mehr sicher, wo sein Schicksalsfaden nun verlief. Dichte Wimpern schlugen zu und wieder auf, brachen den Bann, in den ihn ihr Blick geschlagen hatte. Hohe Wangenknochen verliehen ihren Zügen etwas Nobles. Langes Haar umrahmte das schmale Gesicht. Ein Leinentuch, das allein angesichts seiner Umgebung sauber wirkte, schlug sich um ihren Körper und hüllte die weiblichen Rundungen in Stoff, ohne dabei ihre Wohlgestalt dem Blick des Betrachters zu entziehen.
Das war keine schamlose Hure, kein heruntergekommenes Flittchen. Sie war ein Raubtier, von dem man nur hoffen konnte, dass es die Witterung noch nicht aufgenommen hatte oder dass sein Magen noch von der letzten Mahlzeit gefüllt war. Osort war nicht vielen Menschen begegnet, die ihn mit ihrer Präsenz beeindruckten. Die meisten von ihnen blieben nicht lange genug am Leben, um dies zu schaffen. Wer bist du? Er fühlte sich unbeholfen, wie die Jungfrau, die sich dem Wolf stellt. Was spielt das für eine Rolle? Es ist meine Stadt. Sie machte zwei ihrer kleinen Schritte auf Oso zu. Warum kenne ich dich nicht? Es ist eine Stadt, fand Oso seine Stimme. Auch wenn es die deine ist, kannst du nicht alle Arschlöcher kennen, die im Freudenhaus oder einfach in einer dunklen Gasse Erleichterung suchen. Sie lächelte. Du suchst Erleichterung? Schnelle Liebe? Osort schüttelte den Kopf. Nein, nur meine Freiheit. Itula kann dir vieles bieten. Frauen, Knaben, Getier und Getötetes. Wonach auch immer dir beliebt. Doch die Freiheit findest du nicht auf diesen Straßen. Ja, das ist die Begegnung Osort. So lernt Osort Itula diese Stadt kennen. Und nachdem die ganze Kurzgeschichte ja im Internet bei Windragon.at auch zu sehen ist, möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, sie werden die beiden, Osort und Kintai, definitiv gemeinsam Drachen jagen. Sie werden die Nebelsee überqueren, wird ein paar Monate dauern. Und dann landen sie letztendlich auf einem anderen Kontinent. Kintai, unser junger 17-Jähriger, möchte gern Drachenjäger, vertraut Osort mittlerweile. Und Kintai ist schon ganz aufgeregt, irgendwie, das ist das Abenteuer, erster Drache wird erlegt. Tja, aber wie sieht das Ganze Osort? Und jetzt schauen wir Osort über die Schulter, wie für ihn das aussieht. Meister Conterado Revadun, sagte Kintai. Osort wünschte sich zurück auf die Enesides, die sie vor 3 Tagen verlassen hatten. Stattdessen stieg er mit dem Drachenjäger Kintai einen Berg hoch. Wie er sich wohl gefühlt hat. Nicht viel anders als wir, denke ich. Wobei, wir wissen, was uns erwartet. Anders als Conterado. Ihm war nicht klar, dass er kurz davor stand, seinen ersten Drachen zu töten. Er wusste nicht einmal so recht, wie er einen zu töten hatte. Dann können wir froh sein, dass wir wissen, wie das geht, knurrte Osort, der es leid war, die Schwafeleien des Jungen ertragen zu müssen. Er war ein Kind, nichts anderes, und er sprach gerne davon, etwas tun zu wollen, und wie es denn nicht sei, etwas getan zu haben, und wie andere Männer es getan hatten, es war eine Krankheit. Osort wandte sich von der Flanke des Berges ab und blickte zum entfernt liegenden Nebelmeer. Laut Kapitän N. McCroller war das Eiland mehr als 10.000 nautische Stadien von Itula entfernt. Eine Distanz, die sich Osort nicht vorstellen konnte, selbst wenn er gewusst hätte, was ein nautisches Stadion war. Vor vielen Jahren hatte Osort in einer Schlacht mit 10.000 Kämpfern gefochten. Dennoch konnte er mit der Zahlenangabe nichts anfangen. Ein Sandsturm hatte die Frontlinien verborgen und zu früh und von den Kommandierenden unbemerkt ineinanderlaufen lassen. Im Nachhinein hätte er nicht sagen können, wie viele durch seine Klinge gestorben waren, egal von welcher Seite. Er wusste nur, dass er einen Tag und eine Nacht lang Leiber aufgeschlitzt und Köpfe gespalten hatte. Als der Sturm vorüber war, hatte der Sand alles zugedeckt. Wie Steppengras ragten einzelne Gliedmaßen, Speere und Standarten aus den Dünen. Und das waren die Überreste von 10.000 Kämpfern. Und das war genau der Moment, in dem Conterado, Osort vermisste einen McCroller, der mit seiner Enesides nordwärts die Küste entlang segelte, auf der Suche nach der großen Stadt, in die der Kapitän schon einmal seinen Fuß gesetzt hatte.
Der Berg sieht unheimlich aus, finde ich. Er muss ein Drachenhort sein. Ein Hinweis, den Osot in den letzten Tagen nicht zum ersten Mal vernommen hatte. Dieser Berg war der Grund gewesen, warum Kinte darauf bestanden hatte, anzulanden. Osot wäre es lieber gewesen, an Bord der Enesides die Stadt zu suchen. Städte bargen zwar Gefahren, aber sie funktionierten nach einem ähnlichen Muster und waren dadurch zu einem bestimmten Grad berechenbar. Vom Umland kannten sie nur das Wenige, das Enmikrola ihnen erzählt hatte. Drachen haben von dort einen guten Ausblick, erklärte Kinte. Menschen auch. Ich frage mich, warum Drachen wegen der Aussicht auf Berggipfeln hausen sollten. Sie können fliegen, oder nicht? Wusstest du, dass Ganturen Worte wiederholen können, die weniger als 4 Buchstaben haben? Faszinierend, nicht wahr? Warum das so ist, weiß keiner. In Contarados Aufzeichnungen ist zu finden, dass es mindestens 5 verschiedene Drachenarten gibt. 3 davon kreisen gerne um hohe Objekte wie Berge. Warum das so ist? Kintai zuckte die Achsel. Er deutete auf die Spitze des Berges. Hier ist schon mal der Berg. Osot fragte sich, wie es um die Kenntnisse seines Begleiters tatsächlich stand. Und das weißt du aus deinem Buch. Sind das diese Aufzeichnungen? Nicht nur, es sind Abschriften von Briefen, Manuskripten und Chroniken, die Skizzen und Zeichnungen einfacher Geister, aber auch von wahren Meistern. Manches scheint wie eine Mischung aus Schrift und Zeichnung, doch ich verstehe es nicht. Es gibt noch viel mehr in dieser Schriftensammlung meines Vaters, in meiner Sammlung. Josué, der Zauberer, schreibt von der Leidenschaft. Von Kurdach Hadelma heißt es, er hätte sein halbes Leben bei Drachen zugebracht. Oder Hanus Magmau berichtet gar von einer Stadt der Drachen, die von Menschen erbaut worden war. Kinte, du bist sicher sehr beliebt dort, wo du herkommst. Aber hier bist du das nicht. Halt wenigstens für die nächsten Stunden dein Maul. Du plapperst wie ein kleines Kind sinnlos vor sich hin. Es interessiert niemanden. Es sollte dich aber interessieren. Diese Schriften können unser Überleben bedeuten. Von den Großen sollst du lernen. Vor allem von Contarado. Osort hatte nicht gewusst, wie lange 3 Tage tatsächlich dauern konnten. Sobald sie das Plateau erreichten, würde Osort sich orientieren können. Zweifellos würde er die Stadt ausmachen. Und mit Glück würde sie nicht weit entfernt liegen. Mit Kintai als Begleiter sollte es nicht schwer sein, mehr Glück als Verstand zu haben. Am Morgen hatten sie ihr Lager am Fuß des Berges verlassen und waren seither aufgestiegen. Osort hatte ein hohes Tempo vorgegeben, um Kintai die Luft und damit das ständige Geschwätz zu nehmen. Doch der Bursche hatte eine erstaunliche Ausdauer an den Tag gelegt. Contarado war der erste Lanzenreiter der Drachenjägergilde, der beste von allen, maulte Kinte. Lebt er noch? Nein. Dann kann er nicht so gut gewesen sein, wie du behauptest. Du weißt ja nicht, was du sagst. Aber du? Osort hielt inne. Er drehte sich zu Kinte herum, der ein knappes Dutzend Schritte unter ihm das Geröllfeldberg anstieg. Weißt du, wovon du sprichst? Du bist in deinem Leben noch keinem Drachen begegnet. Bis jetzt redest du großmäulig daher. Aber wenn ein Drache vor dir steht, scheißt du dir in die Hosen. Kinte wurde merklich blass. Ja, und Kinte wird blass, weil er den Drachen schon sehen kann. Gut, das war's. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel überzogen. Vielen Dank.